Ja, Wahlerfolge von rechtspopulistischen Parteien in der Vergangenheit zeigen, dass rechte Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft Platz finden und nicht nur ein Problem von jugendlichen Randgruppen sind. Die Friedrich-Ebert-Stiftung engagiert sich unter anderem mit zahlreichen Bildungsveranstaltungen für die Demokratie. Mein Kollege Simon Hasse war auf einer solchen Veranstaltung und sprach mit den Organisatoren über den Kampf gegen den Extremismus. Vor Ort entscheidet. Kommunales Handeln gegen rechts. Unter diesem Motto hat die Friedrich-Ebert-Stiftung Interessierte zu einer Netzwerktagung in den ASB-Bahnhof in Basinghausen eingeladen. Diese richtete sich vor allem an Personen aus der Kommunalpolitik und regionalen Initiativen gegen Rechtsextremismus. Ziel war es, darüber zu informieren, wie die Demokratie gestärkt und rechte Tendenzen speziell auf kommunaler Ebene besiegt werden können. Im Anschluss an die Informationsveranstaltung dann noch verschiedene Workshops. Anlass für die Veranstaltung ist eine Studie des Vereins für demokratische Kultur in Berlin. Hintergrund ist, dass die Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Verein für demokratische Kultur in Berlin eine Studie im Frühjahr herausgegeben hat, die ganz klar nachweist, dass Kommunen besser dastehen, wenn sie sich gegen rechts positionieren, wenn man engagiert vor Ort gegen rechts vorgeht, anstatt sozusagen wegzugucken. Und deswegen haben wir jetzt vor Ort auch nochmal die Chance genutzt, um diese Studie vorzustellen. Es hat sich in der Befragung herausgestellt, dass von vielen der demokratischen Kommunalpolitiker, die wir befragt haben zum Umgang mit Rechtsextremen in ihren Gremien, dass sie empfehlen, zusätzlich zu formalen Mitteln, die eine Abgrenzung deutlich machen, auch die inhaltliche Auseinandersetzung zu suchen, eine Zurückweisung zu formulieren. Trotzdem ist es der Friedrich-Ebert-Stiftung natürlich sehr wichtig, dass alle Formen von Extremismus bekämpft werden, da Gewalt von allen Seiten ein Problem für die demokratische Konfliktkultur in Deutschland darstellt. Natürlich ist Extremismus von allen Seiten was, was es zutiefst zu verdammen gilt. Extremismus von Islamisten, Extremismus von linker Seite sind natürlich auch Themen, denen man sich widmen muss. Und das macht zum Beispiel der Verfassungsschutz in Niedersachsen ja zum Beispiel. Der richtet sich ja nicht nur gegen rechts, sondern kümmert sich generell um Extremismus. Wir haben aber die Überzeugung, dass der Rechtsextremismus in Deutschland das größte Problem ist. Eine sehr wichtige Veranstaltung, denn Vorfälle wie der NSU-Skandal und auch aktuell die Auseinandersetzung zwischen Hooligans und Salafisten zeigen, zu wie viel Gewalt extremistische Ansichten führen können.